So, das ist die Demonstration, wie bekomme ich Zeichnungen auf die Mantelfläche eines Zylinders. Ich habe hier einen Zylinder und das Erste, was ich brauche für den Zylinder, also für diese Fläche, eine Zuordnung zur Ebene und da gibt es ein Map-Objekt in der NURBS-Datenbank, finde ich hier unter Curves Create Map for Face. Und das ist jetzt einfach hier so ein Gitternetz und es gibt eine 1 zu 1 Entsprechung zwischen diesen beiden Bereichen. Was ich jetzt machen kann, ich kann jetzt in dieses Gitternetz einen Sketch reinlegen und wenn mich das ein bisschen stört, kann ich die beiden auch mal in einen Bereich rüberziehen, wo mehr Platz ist, sodass jetzt quasi mein 3D-Objekt und die Ebene getrennt voneinander sind. Und wie bekomme ich jetzt den Sketch da drauf? Ich wähle den Sketch aus, ich wähle die Map aus und sage als nächstes Curves 2D zu 3D. Und dann ist die Abbildung da. Ich blende den Zylinder aus und dann sehen wir jetzt hier auf dem Zylindermantel den Sketch drauf. Und machen wir ein zweites Fenster noch auf. Nehmen wir hier mal den Zylindermantel rein und hier in dem Fall den Sketch. Ich kann jetzt den Sketch hernehmen und kann den Sketch editieren. Also ich mache den jetzt hier einfach mal ein bisschen schmaler und dann ist der in Echtzeit drüben auf der anderen Seite drauf. Und beim Zylinder ist ja die Abwicklung wirklich eine echte Abwicklung. Das heißt, ich kann hier maßgenau konstruieren und ich bekomme das 1 zu 1 auf den Zylinder hier drüben drauf. Gut, was wäre der andere Weg? Ich blende das mal aus, den Zylinder ein, die Map aus. Ich kann jetzt hergehen und kann sagen, ich möchte gern auf die Zylinderfläche draufmalen. Ich habe also die Zylinderfläche ausgewählt und ich sage, ich möchte dort drauf malen und jetzt gehe ich her und gehe mit der Maus über die Oberfläche und mit Enter kann ich dann hier einzelne Punkte antippen. Da entsteht so ein Streckenzug. So, Apply und Close, dann ist es da. Den Pfad machen wir weg. Ich sehe jetzt also dieses Objekt im Raum drin liegen und kann jetzt dieses Objekt, das ist das Drawing. Eins ist das Drawing, eins ist die Spline. Das Drawing kann ich jetzt hernehmen und kann es auch mit dem Map-Objekt zusammen, möchte ich das gern wieder runter transportieren. 3D auf 2D. So, da liegt es jetzt hier. Ich mache mal hier eine zweite Map, damit wir da auch nicht durcheinander kommen mit der letzten. Also vom Zylinder her noch eine zweite Map. Gut, jetzt liegt es da. Den Sketch mache ich mal weg. Und dieses Objekt ist jetzt die Abwicklung von der Fläche, die wir hier drauf haben. Ich kann davon in der Draft Workbench kann ich da einen Sketch draus machen. Dann blende ich das aus. Das ist der Sketch. Gehe in den Sketch rein und ändere diesen Sketch nach irgendwelchen Vorgaben. Das ist ja nur einfach mal eine relativ einfache Skizze. So. Gut. Und jetzt werde ich diesen Sketch wieder auf den Zylinder draufbringen. Ich blende das Drawing vorher mal aus. Diesen Sketch mit dieser Map wieder hinüber. Curves 2D auf 3D und dann ist der drauf. Wenn ich den Zylinder ausblende, dann sehe ich das einmal in dieser Darstellung. Ich schalte mal das Gitter aus, dann sieht man das und ich kann aber auch hergehen und kann sagen, ich möchte genau die inverse Fläche haben und dann bekomme ich diesen Flicken raus. Hier nochmal der Zylinder dazu und dann ist das drauf. Und hier haben wir wieder genau den gleichen Effekt, wie wir den vorhin schon hatten. Nämlich, ich kann jetzt hergehen und kann sagen,
Ich ändere den Sketch. Und dann sehe ich, wie sich in Echtzeit die Abwicklung hier auch ändert. Oder die Aufrollung.